Hallihallo ihr lieben Leute von heute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Resident Evil 5 Gold Edition in Albträumen gefangen. Ja, im wahrsten Sinne des Wortes, man hat mir mein ganzes Zeug geklaut. Ich hänge an meiner Schrotflinte und an meiner Pistole. Jetzt sind sie weg. Was ist das hier? Lila. Eine Kurbel. Die hätte ich jetzt gern. Ich hab Lust, wieder fischen zu gehen. Oh nein, hier schleicht einer rum mit einem Dingens. Mit einem Ding? Mit einem Hammer, meine ich. Ich habe eine Blendy, aber das ist nichts Großes. Beschütz mich. Hier ist eine Spinne. Wieso kriege ich das? Ah, ich kann es nehmen, okay. Hier ist eine große Vogelspinne. Dann mach sie kalt. Kann ich nicht, ich erreiche sie irgendwie nicht. Ha! Okay, das hier ist eine Wand, da bricht nachher einer durch. Garantiert der hier gerade bei mir ist. Das ist eine Kurbel zum Hochkurbeln. Oh, oh. Bei mir ist auch einer, der hat mich gesehen. Blendgranate. Okay. Ah, eine Kurbel. Kurbel rot. Oh, du bist bei mir. Bin ich das? Ja, ich bin hochgeklettert. Ach so, hier. Mhm. Nur der verfolgt mich halt. Was nicht so gesund ist. Und ich habe eine Blendy. Wir müssen irgendwie mit den Kurbeln hier arbeiten, dem zu entkommen. Fragt sich nur wie. Das ist eine gute Frage. Weil ich weiß es nicht. Oh, eine Blendy. Nice. Mhm. Hi. Wo ist der Kerl gerade? Weiß ich nicht. Hast du ihn im Blick? Nein, ich habe ihn nicht gesehen. Okay. Ah, eine Kurbel. Ja, aber denk dran, der Typ läuft hier rum. Ja, ja. Warte mal. Ich weiß nicht, bei wem er gerade ist. Ich versuch mal was. Ich sehe ihn auf jeden Fall, weil er dreht gerade um, glaube ich. Chris, komm hierher. Ich bin auf dem Weg. Oh, guck mal, da sind Stacheln runter. Ich muss den runterlocken. Wahrscheinlich. Wenn ich ihn denn sehen würde. Dann warte ich mal hier auf dich. Ja, denkt er, der kann auch dich hauen, ne? Hm. Ah, wo ist er denn? Hier ist er. Und ich habe Blendgranaten aktiv. Okay. Ich hoffe, ich muss hier lang. Ja, ich sehe es. Okay, das locke ist das hier, von der anderen Richtung. Nicht, dass du an mir vorbeikommst, hier, wo ich stehe. Ich locke ihn von der Richtung, wo ich hin muss, weil es geht nur hier gerade runter rein. Und das wird ziemlich knapp. Ich versuche, die Blende zu werfen. Oh, ich hatte mich gekillt. Sorry. Ja, du solltest dann da auch weggehen. Du hättest nicht loslassen dürfen. Du solltest dann da auch weggehen. Ich habe jetzt nur auf den Typen geachtet, nicht auf dich. Ja, ich hätte das schon Bescheid gesagt. So, Leute, da seht ihr mal, wie man von seiner Freundin getötet wird. Es tut mir leid. Ich kurbel als nächstes. Du lockst ihn drunter. Nee, ich trau mich nicht. Du tötest mich dann nur wieder. Oder wir versuchen es so zu machen, dass er dich nicht sieht. Versuch mal, dich von ihm vorbeizuschleichen, so wie ich das eben gemacht habe. Das gleiche hat er jetzt getan. Oh, vor allem war hier, glaube ich, ein Zombie im Wasser. Und der hat den jetzt auf mich aufmerksam gemacht. Aber er sieht immer nur dich, nicht mich. Mhm. Chris ist zu fett. Genau, hol du die Kurbel. Ich meine, wir haben hier Blendgranaten. Ja. Ich wollte die werfen, damit er dann gestunt ist unter dem Ding und nicht raus kann. Aber das Ding fällt ja sofort ganz schnell runter, deswegen ist das unnötig. Ja, ich meine, damit ich noch raus kann, ist das nötig. Weil der geht nicht drunter, wenn ich nicht irgendwie weiter drunter bin als er. Okay. Ach. Ich weiß nicht, wo er gerade ist. Sie bewegt sich nicht. Bestimmt ist jemand auf der Plattform. Oh. Ja, nein, 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 nein.
du schneller. Nicht drauf gehen, sonst geht das nicht. Na, er hält mich fest. Nimm dein Messer. Steck's ihm rein. Er darf dich nicht packen. Nee, packen ist ungesund. Mann, ist das scheiße. Du bist der stirbt, oder? Wie wär's denn du ihn lockst? Ich weiß ja, wann ich den Part gestartet habe, aber dann kannst du nicht der sein. Willkommen bei Chris stirbt ständig. Ich warte jetzt hier. Nein, machst du. Gucken, wie du das alleine schaffst. Okay. Ich wusste nicht auch, dass er so einen Instant-Kill-Move hat, weil das ist ein bisschen fies. Hat er. Ja, das hab ich gemerkt. Weißt du es? Ah, ist doch hier, Spinny. Ah, die Spinnen sind echt so widerlich. Wieso erinnert mich das an eine Passage aus Resi 6? Ich denke, du weißt welche. Mhm. Wen hat er jetzt gesehen? Dich oder mich? Mich nicht, glaube ich. Oh doch, er hat mich gesehen. Aber wieso hat er mich hier gesehen? Ich gehe schon zur Plattform. Ich bin bei der Plattform. Und er auch. Du darfst nicht draufsteigen, sonst kurbelt sie nicht. Sie kurbelt dann nicht mal? Nein. Und dann sagt sie nur, oh, steht jemand auf der Plattform, bewegt sich ja nicht. Ich hab nur das Gefühl, dass wir ja Besuch von mehreren bekommen. Stunne ihn nicht. Geh dann einfach gleich weg. Komm, komm, komm. Jetzt! Haha. Guck mal, alles Gute kommt von oben. Oh, das Ding ist ziemlich kaputt gegangen dabei. Also werden wir nicht von mehreren Besuch bekommen. Ich habe aber noch ein zweites gesehen, meine ich. Und wir haben nur eine von drei Scherben. Vielleicht finden wir noch mehr von diesen Teilen hier. Ich glaube, dass die Gegner die Scherben haben und ich habe Wände gesehen, wo die durchbrechen können. Ja, ich auch. Deswegen bin ich auch schnell da wieder weggegangen gerade. Damit er nicht dann hier durchkommt. Oder vielleicht also, falls noch einer kommt. Vielleicht steht der auch nochmal auf. Nein, der nicht, der ist platt. Also wenn der nochmal aufsteht, dann ist, keine Ahnung, Polen offen. Aber die Kurbel kann ich auch nicht nochmal rausnehmen. Das heißt, also dieser Weg, den Gegner zu zerschmettern, ist auf jeden Fall aus. Oh nein, hier ist auch so wieder zu zerbrechen. Ich wette, wir finden mehr als eine Kurbel, weil das war Kurbelrot. Hat ihren Zweck erfüllt, ja. Ja, Jill, ist gut. Guck nicht ewig die Kurbel an. Die Kurbel, vor allem die Kurbel. Ich bin sicher, es gibt noch mindestens zwei weitere Kurbeln. Wieso mindestens zwei? Weil ich zwei unterschiedliche Löcher noch gesehen habe, wo du kurbeln kannst. Ah, hier ist diese andere Kurbel, wo du warst. Verstehe. Ich glaube, ich bin da, wo du gestartet bist. Ja, ich bin da, wo du gestartet bist. Was sagst du denn dazu? Oder auch nicht, so, weil hier sind auch Kisten. Diesen Block. Oh! Mit First Aid Spray. Frage ist nur, wo geht's weiter? Ich weiß nicht, aber wir haben Blendgranaten. Ist aber ein kleiner Irrgarten hier, du. Den meinte ich eben. Ah, nein! Nein, das wollte ich nicht! Scheiße, egal. Ah. Wo ist das Vieh? Direkt hier, wo ich stehe, auf jeden Fall, unter Wasser. Aber der steht halt, glaube ich, nur auf wirklich, wenn wir halt hier lang gehen. An sich, der bleibt im Wasser, der steht nicht auf und kämpft jetzt gegen uns oder so. Deswegen, ich laufe andersrum. Lalalala. Ja, der kann dich halt fies packen, wenn der eine gerade hinter dir steht. Ja, aber den erwischt man, glaube ich, jetzt so im Wasser nicht. Oder nur sehr schlecht, auf jeden Fall. Zu zweit schon, wenn der eine aufsteht. Also, wenn der aufsteht und du packst den dann. Mit dem Messer dann. Vor allem ist das gerade voll blind. Merkt man. Wo bist du? Ich laufe gerade oben rum. Ich denke, du wolltest zu mir kommen wegen dem Zombie. Come on! Ja, ich weiß halt ungefähr, wo der sein müsste. Es müsste jetzt hier irgendwo sein, oder? Such mich doch mit R1 da, oder ich so. Doch, da. Da, ja. Vorsicht, du trittst gerade auf ihn drauf.
Du hast ihn erwischt, auf jeden Fall. Du Mistvieh. Ja, gibt's jetzt Ruhe? Ja, er gibt Ruhe. Scheinbar haben wir ihn. Gut gemacht, Chris. So. Die Frage, guck mal, dahinter steht noch eine Kiste. Also irgendwie kriegt man das auf. Oder man muss den Kerl das aufmachen lassen, wenn man an die Sachen will. Oh nein, wir haben alles versaut. Wer weiß. Nee, hör bloß auf, ey. Dumm, dass wir nur Blendies haben und keine das richtigen Ding ist Granaten. Eindeutig kaputt. Wenigstens das erkennt er, wenn er schon nicht Klavier spielen kann und keine Chemikalien mischen kann. Ja. Ah, das ist gar keine Vase, sind nur Schädel. Aber die kann man vielleicht auch zerstören, vielleicht ist da was Schönes drin. Nee, einfach nur kaputt. Okay. Ah, einfach ja, hier muss man auch noch... Kaputt. Ah nee, hier ist das ein... Hier können wir die Symbole einsetzen, verstehe. Wir brauchen noch drei weitere Symbole. Aha. Ist hier gerade was aus dem Wasser aufgestanden oder so? Hat sich so angehört? Ich hab irgendwas gehört. Ja, ich nehme mich auch. Macht mir Angst. Wir sind definitiv bei Dead by Daylight gelandet, Schatz. Mhm. Naja, Kurbel brauchst du, ist klar. Ah. Ah, kann ich hier oben jetzt vielleicht einen langlotsen? Weil hier ist ja auch so eine Wand. Oh, untersuchen? Was denn untersuchen? Achso, hier ist nochmal das. Ja. Hm. Ich weiß halt nicht, ob wir den Gegner noch gebraucht hätten. Hier ist auf jeden Fall das, wovon in dem einen Dokument erzählt wurde, hinter den Steinfiguren. Hier sind ja diese Steinfiguren. Aha. Deswegen müssen die Sachen einsetzen, um dahinter zu kommen. Frage ist nur, wo die restlichen Sachen sind. Ich hab was gehört. Ich auch. Einer bricht durch den Tür garantiert jetzt. Da klopft einer. Wir haben halt keine Kurbel. Wir müssen rauskriegen. Oh, ich weiß, wo die Tür ist. Geh mal hier lang, hier müsste jetzt die nächste Kurbel irgendwo sein. Ich such die gerade. Versuch ihn abzulenken. Kurbel gefunden? Oh, hier ist ja noch was. Kurbel violett immerhin. Aha. Uah, blödes Mistvieh, lass mich los. Oh, hier ist eine Plattform wieder, die wir nutzen können scheinbar. Ja, ist mir bewusst. Haben wir hierher? Fragezeichen. Ah! Fuck! Oh, ja, ja. Und ich renne genau in die Sackgasse. Ach nö, das sieht ziemlich scheiße aus. Oh! Noch eine Kurbel! Was hast denn die jetzt gefunden? Hast du Blendgranaten? Nein, ich will doch eine. So, unten musst du die benutzen. Okay, hier schon mal nicht. Oh, hallo. Kann es sein, dass wir zwei haben? Ja. Ich meine nicht Kurbeln. Ich meine Gegner. Wir haben zwei Gegner. Der steht halt drauf und hinten kommt der nächste Gegner. Oh fuck. Das ist nicht gut. Aber wir sehen die auf der Karte, die Gegner, oder? Weiß ich nicht. Ich glaub ja. Doch ja, das sind die Dreiecke. Willst du ihn mal locken? Oh scheiße, 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 doch nicht. Der kommt halt zu dir. Wir können einen mit der Blendy stunnen. Ich weiß nicht, ob wir wirklich zwei haben überhaupt. Wir haben zwei Gegner. Ich kann ihm aber auch Aufwärtshaken geben. Ich habe ihn auf jeden Fall geärgert. Kannst du kurbeln? Bitte? Kurbel. Ja, 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 ja. Nee, 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 ich kurbel nicht. Kannst du vergessen. Sind die. Ja, die sind beide hier, oder? Weiß ich nicht. Ich wurde gerade nur von einem gehauen. Ich sehe nee, immer okay. Nur einen. Wo ist die Kurbel? Na, hier. Hier, direkt. Jetzt Kurbel. Wieso ich? Ich bin doch gar nicht bei der Kurbel. Ich denke, du kurbelst.
Achso, ich soll kurbeln, aber der ist doch hier direkt hinter mir. Deswegen. Oje, oje, das ist nicht gut. Nee, überhaupt nicht gut. Also hier kann ich den gerade ziemlich gut festhalten. Weil der eine nicht in der Nähe ist. Hab ich dich, du Wichser. Sag mir Bescheid, wenn du irgendwo gekurbelt hast. Ah, hier ist eine violette Kurbel auf jeden Fall. Ich hab die violette gefunden. Ja, wir haben zwei Kurbeln. Wir haben auch zwei Gegner leider. Fragest du, wo ist hier das Kurbelloch? Ich sehe das Loch nicht. Hier keine Waffen und keine Munition hat, ist scheiße. Ja. Oh, hier kann man oben rumlaufen, das ist auch cool. Ah, hier ist das Kurbelloch. Aha, Kurbel schneller. Versuch ihn hier hinzulocken. Bei hier bin ich oben. Bist. Hier bin ich oben nämlich, deswegen. Wo auch immer du bist. Such mich. Ich such dich. Ich kurbel schon mal wie eine Irre in der Zeit. Ich muss aber auch gucken, dass sie mir folgen, dass der andere mir nicht folgt. Zwei mit einer Klappe zu schlagen, wäre auch nicht verkehrt. Das funktioniert, glaube ich, nicht. Ding ist auf jeden Fall ganz oben. Ja, ich sehe. Ja, du bist richtig, genau. Ich muss nur noch durchlotsen, okay. Versuche es möglichst zu halten, ohne zu sterben. Hallo, Tür. Denk an die Karte, das Dreieck ist dann der Gegner, ne? Ich gucke auf deinen Bildschirm zum Teil. Ja, sag, denk an den anderen. Sag einfach dann auch. Sonst mach ich schon. So. Lauf. Lass mal rein. Mach. Lass los. Okay, Nummer 2 erledigt. Oh, hier ist eine Schlange hier oben. Lass die Schlange in Ruhe. Nein, die verliert ein Ei. Garantiert. Ja, aber wir verlieren was anderes, wenn der eine uns findet. Ist doch gerade gar keine Actionmusik hier. Aber ich sehe ihn auf der Karte. Ha, hab sie. Wo ist denn die, das andere, was ich gefunden hatte mit der Kurbel? Das war doch blau, ne? Upsi! Die andere Kurbel ist hier. Ja. Ich dreh mal. Das ist unten bei der Leiter direkt. Da, wo wir hin müssen. Aha. Denk dran, ich stehe da so seitlich. Keine Ahnung. Ah, du bist hier. Ich bin jetzt gerade drunter, ne? Ja, und der Typ kommt mir gerade entgegen. Du musst ihn mal ablenken. Wo ist er denn? Geradeaus. Von dir aus? Da um die Ecke. Da um die Ecke? Rechts rum um die Ecke ist der. Hallo. Wer geradeaus? Ja, jetzt rechts. Da, geradeaus, den müsst ihr jetzt gleich sehen. Hi. Den musst du jetzt hier drunter lotsen. Und zwar musst du an ihm vorbeilaufen, am besten. Ja, das hat kurz gehalten. Weil hier trifft, hier sieht er mich, glaube ich, gleich. Wenn er mich sieht, dann ist vorbei. Er geht auf mich zu, glaube ich. Hallo, Junge! Du musst ihn oben rumlotsen, am besten. Nein, hier ist doch am besten. Er geht auf mich zu. Junge! Sorry, ich konnte nicht anders. Ja, ich weiß. Weil der Weg ist hier lang, glaube ich. Oder? Ich lenke ihn mal ab. Du machst das mal. Ich guck mal, wo ich den am besten lang lotse. Okay. Ist echt schwer, den zu lotsen. Ja, ich hab ne Idee. Du musst ablenken, nicht kurbeln. Nein, lass los! Ah! Er kam doch einfach in meine Richtung, ich kann da gar nichts dafür. Ja, genau, geh da rein. Ich meinte eigentlich nicht hoch. Okay. Also aus der Augen verloren, ich geh da mal da lang, wo ich glaube, dass wir ihn lang lotsen müssen. Ich glaube nämlich, dass wir den hier in dieses Loch reinlotsen müssen. Dann müssen wir dann von hier aus nachher rauskommen, so, und den dann da so lang lotsen. Wahrscheinlich. Und der geht halt ständig da hinten lang. Ja, der mag die Ecke. Oder wir nehmen das Teil rechts irgendwie. Weißt du, wie du zum richtigen Loch rennen kannst? Also bin ich, kann ich kurbeln oder nicht? Von hier aus? Nee, du kannst noch nicht kurbeln. Ich muss ihn erstmal hier lang lotsen. Der muss mir erstmal folgen. Weil ich glaube, die Kurbel kannst du auch da nicht mehr rausnehmen. Deswegen müssen wir das Ding benutzen. Ja.
Ach, er geht schon wieder. Typ, soll ich dir ein Messer reinstecken oder was willst du? Komm. Komm, mein Fuß. Das ist echt scheiße, rückwärts zu laufen. Mm. Weißt du, was mich irritiert? Hm? Dass hier so viele Dinger sind. Kurbel. Ja. Jetzt dreht er schon wieder um, der Scheißkerl. Der kommt gerade zu mir, glaube ich. Der kommt zu mir. Ich versuche mich zu beeilen. Oh, oh, scheiße. Er hat dich gesehen. Geh weg. Oh, Kind. Der ist aber auch ein Schwergewurt, oder? Ist echt so. Jeder andere war so leicht und er? Er will halt auf die andere Seite. Wir haben den einen zu weit genutzt, glaube ich. Ja, komm. Komm, Fifi, komm, gib Leckerchen. Ja, bist du feiner, komm. Kurbel. Ja. Oh nein, es kommt Kurbel jetzt wieder weiter, zu Kurbel mir. Weiter, Kurbel weiter. Nein, 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 komm, hilf mir, hilf mir. Ja, ja, ich komm, 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 hilf mir. Nein, ich war zu langsam. Fuck. Das ist halt, weil er immer da rechts auf die rechte Seite rüber will und wir müssen dieses Ding benutzen. Okay, der Part ist schon viel zu lang, ich sollte ihn hier, glaube ich, beenden. Ist ein guter Punkt. Ist das ein Nervenbob? Ein Nervenbob? Was ist ein Nervenbob? Ein Nervenbob ist eine Nervensäge. Ja, Nervensäge ist auch dann eher was, was ich kenne, aber nicht Nervenbob. Nee. Oh mein Gott, Bob, aber, das ist ja aber das ist doch ein schönes Thumbnail für den nächsten Part anzufangen gleich. Nee, dann kriege ich wieder Daumen nach unten, wie bei der Sterbeparty. Da hatte ich das auch als so, Thumbnail. Achso, ja, das ist ja kein dann, gutes dann Omen. Nicht, dann nicht, okay. Aber egal. Mal gucken. Ja, ich wollte okay, der eine läuft hinten schon. So, alles klar. Danke fürs Zuschauen. Zuschauen. Wir versuchen es dann nochmal beim nächsten Part. Danke fürs Zuschauen und fürs Zuhören, wollte ich sagen. Und auf jeden Fall bis zum nächsten Part. Ich hoffe, ihr bleibt dran, da es ja anscheinend weiterhin spannend bleibt. Bis dahin, macht's gut und ciao. Tschüss.